Hallo Freunde der Spiegelton, willkommen zurück bei RimWorld. So viel zum Anfang. Die Kolonie ist zwar groß, aber es muss noch ein bisschen aufgebaut werden. Vor allem, ich bin halt mit der Verteidigung sehr unzufrieden, aber ich wusste halt am Anfang nicht, wie viel Platz ich letztendlich brauchen werde. So, die Sachen nicht wieder aufbauen, danke. Also entweder werden sie gerade alle sofort verbrannt oder, ach so. Falls jemand kommt und das abschlachten will. Was ist los, Gehirn? Arbeite. Stell dich nicht so an. Ich weiß, dass du da bist. Oh, Luis ist rasend vor Wut. Wegen dem psychischen Brummen. Bob, weh, du verprügelst den Husky. Ist das eigentlich dein Freund? Also wenn Luis gleich hinfällt und nicht mehr kann, dann werde ich ihn wohl retten müssen. Also gleich sollte der Blutverlust den schon hinschmeißen. Wäre auf jeden Fall vorteilhaft für ihn. Und die Geschütze nicht abreißen. Oh, Luis, bitte. Jetzt leg dich hin. Sollte ich vielleicht vor den Bordtürmen auch Stühle setzen? Moment. Fall um! Schön, komprimierte Bauteile gefunden. Es kann nicht sein, dass der die ganze Zeit da meint, oh, komm, ich bleib einfach stehen. Ich werde rumlaufen, bis mein Blutverlust mich umbringt. Und es ist mein gutes Recht, jetzt. Irgendjemand gerade hier, der schnell laufen kann? Ja, und du bist betrunken. Also kannst du Luis mal eben retten. Und bestimmt hat Luis jetzt gerade eine Wundinfektion. Wer sollte es sonst sein? Dann brauche ich jetzt auch keinen Stuhl mehr hinsetzen. Kimi, wenn du Zeit hast, kannst du mal Luis retten. Bevor er in 3 Stunden stirbt. Wundervoll. Du hast sie super behandelt. So, den Metallschrott könnt ihr auch wegräumen. Kann ich nicht einfach das hier copy-pasten irgendwie? Gibt's natürlich nicht, ne? Es wäre ja auch zu schön.
Jetzt rastet Timon aus wegen der schlechten Laune. Dabei geht's den allen gar nicht schlecht. Wenn du mal ein geothermisches Kraftwerk in die Luft jagst, gibt's Ärger. So kann man auch lernen, zu reparieren. Ich schmeiß dich in den Fluss rein. Vor allem wir alle drumherum einfach entspannt ernten. Und er hängt da und sagt sich, ich verprügel das geothermische Kraftwerk jetzt, weil ich hasse saubere Energie. Es reicht mir. Du musst ihm auch gerade mit dem Langschwert in den Kopf schlagen, ne? Weil ich kann jetzt auch schlecht alle Leute einsperren. Wie halt Timon, aber der wird jetzt gleich auch sich langlegen. Der hat ein Schwert durch den Kopf bekommen. Der Vater, der Braut hat ein Schwert durch den Kopf bekommen. Wie geht es ihm? Das tut mir aber leid. Hatte ich so gemacht, ne? Mit zwei Abstand. Ach, nach oben. Bin zu doof, was zu kopieren, weißt du? Obwohl, ich glaube, das ist immer noch falsch. Ja. Weil der hierhin gehört. Schön. Ein Haufen Stoff, den ich nirgendwo einlagern kann, glaube ich. Weil meine Stofflager eh alle voll sind. Du bist schon hier. Ja, Timon verliert noch ein bisschen Blut durch seine Kopfverletzung. Gut, dass nicht sein Gehirn beschädigt wurde oder sowas. Das geht nämlich gar nicht bei der Kacke hier. So, Montana, rette ihn. Ich hoffe, das psychische Brummen hört langsam auf. Drei Stunden, du hast nur alle Zeit der Welt. Ist ja nur der Kopf. Das stört gerade mein Bauvorhaben natürlich ziemlich, dass hier alle durchdrehen. Oh, guck mal, die guten Kartoffeln. Es wurde ein deutscher Kreuzer vorbeigeflogen.
Bin ich doof oder bin ich doof? Ich gewähre Sicherheit. Kommt ruhig rein. Oder gehört er dahin? Ja, ich habe den falsch gesetzt. 1, 2, 1, 2. Da muss der hin. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Dann passt es auch mit den Geschützen wieder. Verdammt, was habe ich hier getan? Ach, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ist auch egal. Es wird, glaube ich, ähnlich aussehen. Hilfe. Nee. Entspricht doch in etwa das, also demselben Muster. So, es gibt eine Party, das psychische Brummen ist auch vorbei. Alles cool, dann könnt ihr die Sachen ja jetzt aufbauen. Und hier ist auch alles richtig. Habe ich auch nur falsch geguckt. Ja, symmetrisch bauen ist echt für den Arsch. Nee, komisch. Ist nur 12 breit anstatt 14. Also... ist jetzt nicht schlimm, aber trotzdem ein bisschen merkwürdig. Die Energieversorgung. Und das war's mit der Stelle erstmal. Kann es eigentlich sein, dass genau meine Leute, die normalerweise bauen würden, gerade verhindert sind? Nö. Die machen irgendwas anderes wie schlafen. Faule Säcke. Informant und Türkise haben sich geprügelt. Was habt ihr euch an den Kopf geschmissen? Türkise schimpfte hemmungslos über die Aufgeschlossenheit von Informant. Das hat Informant richtig wütend gemacht. Und sie schlug zu. Also es liegt nicht an dir. So, Kimi, da sind deine neuen Hände. Linke und rechte Hand. Wie einfach permanent. Mein Krankenschatz ist so klein übrigens. Ich habe das Gefühl,
Sie werden einfach durchgehend, weil sie sich gegenseitig verprügeln oder was auch immer, sind sie voll am Arsch. Und hier fehlen noch zwei Türen. Hat bestimmt schon jemand unter der Folge geschrieben. Ja, die Holztür bleibt da. Jetzt kann ich die Innentür von der Kühlkammer abreißen und dann können wir da nämlich automatische Türen reinsetzen, sobald ich es wieder sehe. Dir beim Schieferblöcken machen. Ach so, leg das einfach auf den Boden. Und danach brauchen wir erstmal wieder Ressourcen. Sind runter auf 1000 Stahl. Uran ist nicht das Problem, aber es ist zu, also stahltechnisch wird es halt doof. Meines Erachtens, da müsste man ein bisschen mehr rausholen. So, Kimmy kann wieder laufen und er freut sich 9 bionischen Händen. Kimmy mag es. Ja, richtig gemütlich. Also es bringt sogar wirklich einen Hocker davor zu setzen. Jedenfalls etwas bringt es. Ach, wie wär's, wenn ihr erst die Stromleitung macht, bevor ihr dann die Geschütze aufbaut? Denkt bloß nicht mit beim Arbeiten. Ach, kann man nicht hier einen Posten Projektmanager angeben? Das habe ich nie unten gemacht. So, seid ihr alle fit, dann würde ich mich gerne Karawanen losschicken. Verdammt, warum ist der... Warum sind die komprimierten Bauteile so nah? Ich sollte auch mal wieder Waffen verteilen. So, du kannst die Tag 50 ausrüsten. Dann haben wir 3 mit Automatikwaffen und 2 mit Scharfschützengewehren. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Mischung. Demon braucht auch noch eine Waffe. Ja, mit mich zuletzt mit sehr vielen Fernkampfwaffen angegriffen. Also nicht Fernkampfwaffen in dem Sinne, aber sehr viele Sachen. Waffen, die in den Scharfschützenbereich reingingen. Lynx, Schar, Mekaline und Scheiße, seid ihr viel wert. Bitte sterbt niemals.
Crossbow, zwei Muffalos mit dabei. Obwohl, lass uns einen dritten noch mitnehmen. 51 Überlebensration. Keine Bauteile. Nimm mal 50 Kräutermedizin mit. Was ist eigentlich so schwer? Weil ihr schon die Rüstung tragt, ne? Hufeisenstab mitnehmen. Warum auch nicht? Hilft doch. Und eigentlich suche ich gerade. Ihr könnt auch gerne Schokolade mitnehmen. Auch gerne ein paar leckere Mahlzeiten, weil die ersten 4 Tage könnt ihr davon leben. Nur was mir gerade auffällt, wo ist denn nicht Holz? Weiter Medizin habe ich nicht vergessen. Stahl mitnehmen macht ja auch keinen Sinn. Ich nehme jetzt ein bisschen Holz mit, falls wir sofort was aufbauen müssen. Aber irgendwas habe ich vergessen. Achso, die Schlafsäcke. Und Bier. Brauchen wir das wundervolle Gebräu, was meine Leute glücklich macht. Kannst du mir erzählen, dass es kein Bier gibt da? Und ab die Post. Hier nochmal, warum ich nie das mit Stein ausgelegt habe oder so. Es sind 400 Schieferblöcke zum Beispiel. Nur für den 10x10-Feld. Und da ist eine ganze Menge. Was ich machen könnte, ist aus Beton. Dann sind wir wenigstens bei 100 Stahl. Obwohl, ja, wir sind eh bei 800 runter gerade. Und das meiste wird für Bauteile verbraucht. Da zieht die Karawane los. Das ist bestimmt wieder ein Hinterhalt oder was auch immer. Ein Mechanoidenschwarm ist mit Landekapseln gelandet, aber sie kommen von Westen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir natürlich nur unsere normalen Leute hier. Da sind keine Sensenträger dabei. Was denn jetzt explodiert?
Ach, wir hatten da noch ein Geschütz stehen. Ach, Louis, du hast schon wieder keine Waffe. Hol dir mal ein normales Tac 50. Kannst dir das gute Tac 50 holen. Und Timon holt sich hier auch ein normales, soweit ich weiß, welches ich jetzt noch nicht angeklickt hatte. Krass, ey. Die Urangeschütze nehmen die so auseinander. Ihr verpasst das Beste gerade. Alle tot. Das lief fast zu gut. Aber mir fällt gerade auf, was ich noch machen könnte. Ich könnte hier wirklich Löschschaumwerfer ansetzen. Falls nämlich sowas wie gerade kommt. Dass die mit so einem Bombending kommen. Da ich mit dem Löschschaumwerfer direkt das Feuer lösche, bevor es meine ganzen Geschütze kaputt macht. Oh, komprimierten Plastall haben wir jetzt auch wieder gefunden. Genau, nimm die mal auseinander. Da ist auch ein bisschen Plastall noch drin. Wie weit seid ihr auf der Weltkarte? Ich dachte, die braucht 1,7 Tage. Ach, sie schlafen nachts, ne? Es hat immer... Alles hat immer einen Haken. Oh, mach das Feuer einfach aus. Übrigens letztens was Wunderbares erzählt, und zwar, dass Heimatgebiete nicht verbunden werden müssen. Also ich kann weit weg von zu Hause auch einfach so ein blaues Ding lassen. Blau? Ist das blau? Nein, es ist kein blau. Es ist purpurfarben. Keine Ahnung. Ich könnte diese Farbe gerade nicht definieren, aber ich bin ein Kerl. Ein Kerl muss nicht wissen, wie Farben aussehen. Eine Frau hat 8000 Facetten, um diese Farbe zu definieren. Ich kann einfach nur sagen, es ist eine Farbe, die ich nicht definieren kann. So, schön, da treffen die Urangeschütze nämlich auch alles. Auch wenn ich anscheinend das Ding ein bisschen zu weit unten gebaut habe. Was hat unser Koch eigentlich noch anderes zu tun? Verhandeln und Aufseher.
Er kann mir doch nicht erzählen, dass der es nicht hinkriegt, ein paar leckere Mahlzeiten am Tag zu produzieren. Er hat doch nichts anderes zu tun, außer Milch zu tragen und Mahlzeiten zu machen. Und wo geht er jetzt hin? Kocht leckere Mahlzeit. Und dafür geht der außen rum? Was ist das denn für eine verquälte Kacke? Ach, weil hier Insektenfleisch drin ist. Ich glaube, der ist außenrum gegangen, weil da automatische Türen waren. Und hat er sich gedacht, ey, voll gute Idee. Guck mal, die automatische Tür hier, das geht schneller. Gelogen eigentlich. So, jetzt kommt er wieder hinterher mit dem Essen kochen. Obwohl er die Mahlzeit ablegt. Ah, nee. Er schmeißt sie auf den Boden. Sehr gut. Was seid ihr denn hier so zahlreich? Na komm, zeig dir, was Sache ist. Sehr schön. Jetzt auf den. Und jetzt fliehen die anderen. Wo ist es schlimm getroffen, Bowman? Keine unmittelbare Gefahr. Sehr gut. Und da ist ein Großhändler gekommen. Aber es lief doch gut. Das lief mal echt ordentlich. Raus damit. Genau. Dann Zone. Macht man eine einfache Lagerzone hier vorne. Noch vor zu arbeiten. Das ist übrigens die Großhändler-Verhandlung.
Labrador-Retriever. Dann nehme ich gern das junge Weibchen und das junge Männchen. Entschuldigung. Ganzen alten Klamotten verkaufen. Die Hose nicht, die auch nicht. Das sind auch noch alles gute Sachen. Das kann weg. Dann haben wir noch so ein paar Skulpturen. Für einen Großhändler hat aber nur Kacke. Und Plastahl bezahle ich nicht. 10 pro Einheit. Das sehe ich nicht ein. Genauso Nanofaser, ey. Was ist denn los mit den Leuten? Das Insektenfleisch brauche ich noch fürs Tierfutter. Ich weiß nicht, wie viele Tote hier rumliegen. Ich habe kein Material, um das zu bauen. Erzähl doch nicht. Einer darf gerne im Lager schlafen. Habe ich nur ein Hufeisenspiel eingepackt? Ich dachte, ich hätte mehr eingepackt. Ach, Kondor stirbt hier gerade. Tut mir leid, retten werden wir dich nicht. So, aber die Zeit ist auch jetzt rum, deshalb machen wir jetzt den Break und wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge zu RimWorld. Dann kommen wir schon mit dem Stahl zurück. Das wirkt ein wenig verdächtig, dieser Raum, nenne ich ihn einfach mal.